Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Tele Football zum Stadiontest vom Millantor Stadion des FC St. Pauli. Wenn sich vielleicht einige von euch fragen, warum eigentlich Millantor Stadion? Der Name davon ist tief verwurzelt mit der Hamburger Stadtgeschichte, denn, mal kurz nachlesen, es ist ein ehemaliges Stadttor der Hansestadt, wodurch man eben hier auch am Millantor Stadion ist, ganz in der Nähe der Reeperbahn. Das Stadion der Kiezkicker liegt damit mitten im Herzen von St. Pauli und eben auch am berühmten Hamburger Kiez mitten in der Stadt. Ich selber bin heute zum ersten Mal hier auf St. Pauli am Millantor Stadion. Man kennt natürlich aus dem Fernsehen diese einzigartige Atmosphäre, aber das Stadion hat auch durchaus noch mehr zu bieten. Unter anderem zwei Ballsäle, eine eigene Kita. Es wurde mal als das tierfreundlichste Stadion generell ausgezeichnet und hier wurden auch als erstes rassistische und faschistische Parolen verboten. Und genau dafür steht ja eben auch St. Pauli, für Vielfalt, für Offenheit. Und deswegen bin ich mal echt gespannt auf diese Atmosphäre hier im Stadion. 29.546 Zuschauer passen rein. Davon haben wir 16.940 Steh- und 12.606 Sitzplätze. Musste ich einmal ablesen, aber schon durchaus interessant, wie viele Stehplätze eben vor allem auch hier am Millantor so mit dabei sind. Somit erwartet uns hier wirklich etwas Besonderes. Ich glaube, wir werden eine grandiose Stimmung erleben. Und jetzt geht's rein in meinem Stadiontest vom Millantor Stadion des FC St. Pauli. Thema Parken und Anreise hängt logischerweise auch sehr stark mit der Lage hier zusammen, denn wir sind hier tatsächlich mitten in der Hamburger Innenstadt und damit sind auch die Parkflächen hier am Stadion sehr begrenzt. Auf dem Vorplatz, wo ich gerade bin, da passen nämlich ca. 100 PKWs drauf, der ist aber auch am Spieltag nicht verfügbar, sicherlich dann für VIP oder ähnliches. Ansonsten liegt direkt am Millantor das Heiligen Geistfeld, dort ist dreimal im Jahr der Hamburger Dom, zudem auch heute das Reeperbahn-Festival, dann kann man dort nicht parken, ansonsten gibt es aber dort genügend Parkflächen für ca. 5 Euro. Habe ich zumindest so gelesen, 5 Euro müssten die ungefähr kosten. Ansonsten gibt es aber hier in der Hamburger Innenstadt genug Parkhäuser, genug Parkflächen, wo man auch parken kann. Also das sollte für jeden auf jeden Fall kein Problem sein. Kein Geheimnis, sind natürlich in so einer großen Stadt wie Hamburg die öffentlichen Nahverkehrsmittel. Die sind natürlich hier auch ratsam, sind nicht im Stadionticket enthalten, aber auch durchaus optimal, um hier zum Millantor Stadion zu kommen. Übrigens, wenn ihr als Auswärtsfan hier seid und zum Auswärtsblock wollt, dann nutzt gerne auch die U-Bahn-Haltestelle Feldstraße, denn von genau dort kommt ihr am schnellsten zum Auswärtsblock. Somit finde ich auf jeden Fall, das Thema Parken ist so gut wie es geht gelöst. Es ist logisch, dass es kaum Parkflächen hier direkt in so einer Weltstadt gefühlt schon gibt wie die Hamburg. Und deswegen hat man hier aber trotzdem genug Möglichkeiten, einen Parkplatz zu finden. Und ansonsten, Anreise mit ÖPNV ist eben extrem zu empfehlen. Wenn wir uns da mal das Aussehen so angucken, finde ich, das Millantor Stadion echt gelungen. Also es sieht teilweise aus wie eine Festung, finde ich. Also das ist echt schon gelungen, auch mit dem Backstein und sowas. Das passt schon sehr, sehr gut zum FC St. Pauli. Und deswegen gefällt mir das von außen auf jeden Fall echt gut. Wir gehen jetzt mal Richtung meinem Eingang. Der müsste ungefähr in die Richtung sein. Block H2 habe ich nämlich heute. Mein Ticket kostet übrigens 39 Euro. Wie gesagt, Block H2 auf der Haupttribüne ist in der Nähe auch vom Gästeblock, somit für mich als Schalke auch hier und heute optimal. Ich finde auch, der Preis für den Platz geht auf jeden Fall in Ordnung. Klar, ich weiß noch nicht genau, wie ich sitzen werde, wie schön es dort ist, aber ich habe, glaube ich, auf jeden Fall von der Reihe eine sehr, sehr gute Sicht auf das Feld. 39 Euro ist ein vollkommen fairer Preis für ein solches Zweitligaspiel. Ansonsten ist es aber auch sehr, sehr schwierig, hier beim FC St. Pauli Tickets zu bekommen, weil eben auch das Stadion mit gut 30.000 Plätzen nicht ganz riesengroß ist, wie zum Beispiel das vom HSV. Deswegen ist es auch für Nichtmitglieder durchaus schwierig, hier ein Ticket zu ergattern. Erst recht eben dann, wenn solche Spiele sind wie gegen den HSV oder eben auch wie heute gegen Schalke 04. Wir gehen jetzt hier mal Richtung Block. Hier ist übrigens auch die angesprochene Kita. Schon interessant, sowas auf St. Pauli zu haben für alle Kinder unter 6 Jahren. Hier müssen wir auch rein. Zugang Haupttribüne. Mal gucken, wie schnell das jetzt hier erledigt wird. Von der Seite St. Pauli Stadion nochmal ganz anders. Also schon interessante verschiedene Stile hier. Drin im Stadion hat keine Minute gedauert und jetzt gucken wir uns hier erstmal ein bisschen um. Hier hinter dem Zaun müsste nämlich der Gang von den Spielern sein, sprich der Spielertunnel, der dann ins Stadion führt. Und hier haben wir eben dann die Katakomben mit Kiosken, Toiletten und Zugängen zu den Plätzen. St. Pauli ist bunt und das sieht man auch hier drin. Edith-Katakomben in der Haupttribüne. Also mit den Graffitis und so, das sieht auf jeden Fall schon ganz cool aus. Was man auf jeden Fall hier im Millantor Stadion und auch schon davor so merkt, es ist wirklich eine
speziellere Stimmung. Also auch schon draußen war es so, dass alles fair war, alles normal, alles auch relativ ruhig war. Man merkt hier schon, es herrscht eine gewisse Vielfalt. Also jeder ist hier wirklich willkommen. Und das finde ich cool. Also auch vom Stadion, wo dann auch eigentlich, glaube ich, die Ultrakurve irgendwo so in der Nähe war, konnte man als Schalker ganz in Ruhe rumlaufen. Klar, ich habe jetzt auch nur einen Pulli an, mich erkennt man jetzt nicht zwingend von meinen Klamotten her als Schalker. Aber das war echt unproblematisch und man merkt ja echt, jeder ist auf St. Pauli. Willkommen! Jetzt geht's hier erstmal zum Kiosk und wir probieren natürlich vor allen Dingen die Stadionbratwurst. Was hier auf jeden Fall cool sind diese Holztische, wo man eben sich dann ein bisschen hinstellen kann zum Essen und zum Trinken. Das ist echt cool gelöst. Was man hier auf jeden Fall merkt, man wird direkt geduzt und das auch mit einer wirklich direkten Art und Weise, finde ich aber echt immer wieder angenehm. Und das macht natürlich sicherlich auch St. Pauli aus. Das ist hier also mein Menü am heutigen Abend. Wir haben einmal eine Bratwurst für 4,40 Euro, eine Edeka-Bratwurst, da bin ich mal sehr gespannt drauf. Und ein Bier von Astra, halber Liter für 4,90 Euro. Probieren wir aber gleich erst im Stadion. Was mich hier aber gerade ein bisschen wundert, es hat zumindest mal hier in der Nähe nur einen Kiosk geöffnet, der ist zum Beispiel zu. Würde mich mal interessieren, wie voll es dann da wird, wenn es kurz vor Spiel ist oder auch in der Halbzeit. Das könnte nochmal interessant werden. Neues Stadion, immer geil. Boah. Wow. Und genau hier ist mein Platz für heute. Block H2, Reihe 14. Und die Aussicht, die ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr geil. Und ganz interessant, ganz da hinten in der Ecke, das ist die Rückseite von der Kita. Da ist ja der Rabaukenblock. Was mir schon bei der Vorrecherche aufgefallen ist, und das finde ich echt spannend hier im Millerntor Stadion, es gibt fast drumherum Stehplätze. Also hier auf der Haupttribüne jetzt nicht, aber da hinten. Ich glaube, da sind so auch dort die Bereiche, wo die Ultras sind. Da ist eben Stehbereich, ein bisschen unten ein paar rein. Und dann hier auf der Gegengarde fast bis zur Mitte. Und dann war dort auch nochmal St. Pauli Stehblock und eben dann hier nebenan der Gästeblock. Das ist schon echt interessant hier. Ich selber kenne Astra ganz gut aus der Flasche, bislang noch nie so gezapft getrunken. Schmeckt mir aber echt ganz gut. Doch, gefällt mir. Jetzt haben wir hier unsere Edeka-Bratwurst. Hab schon ein paar Bissen gegessen und die schmeckt echt gut. Ich finde für den Preis 4,40 Euro durchaus teuer, aber schmeckt. Ansonsten in Sachen Essen habe ich gar nicht mal so viel entdeckt. Es gab logischerweise noch eine Currywurst, die wollen wir sicherlich gleich auch nochmal. Aber viel mehr auch nicht. Also Auswahl essensmäßig bisher noch nicht so viel entdeckt. Müssen wir gleich nochmal ein bisschen auf Suche gehen. Übrigens, das Stadion ist von 1963 und wurde halt immer und immer wieder modernisiert. Klar, manche sagen vielleicht, ja, sind halt zwei, drei typische Tribünen aneinandergereiht. Aber es hat halt echt was. Es sieht, finde ich, auch mit Flutlicht nochmal richtig geil aus. Jetzt nutzen wir nochmal die Zeit bis zum Anstoß für die Kioske. Und hier ist sozusagen der gleiche wie auf der anderen Seite, nur eben jetzt hier an der Ecke. Und Essen und Trinken, ja, die Auswahl bleibt begrenzt, was das Essen angeht. Getränkemäßig gibt es natürlich hier Bier, Astra, wie wir gesehen haben. Es gibt Carlsberg 0,0 und ansonsten gibt es hier auch Longdrinks und alkoholfreimäßiges von Fritz Cola, eine Zero, eine normale Cola. Es gibt Cola Fanta Sprite, ja, Cola doppelt, Apfelschorle. Aber essensmäßig sehe ich hier tatsächlich Bratwurst, Currywurst und Geflügelbratwurst. Viel mehr nicht. Finde ich nicht schlimm, mir reicht Bratwurst und Currywurst. Es gibt aber sicherlich Stadien, wo es einen Ticken mehr Auswahl gibt. Gut, Rätsel gibt es auch noch für 3,50 Euro. Plus eben dann auch zwei vegane Gerichte, vegane Bratwurst, vegane Currywurst. Aber es gibt sicherlich Stadien, wo es mehr Auswahl gibt. Jetzt haben wir hier nochmal eine Currywurst für 4,90 Euro. Currywurst auf Schalke ist ja extrem geil, aber die ist auch ein bisschen scharf. Gute Soße. Ist auch gut, richtig gut.
Also, die Auswahl vom Essen, die ist nicht allzu groß, das kann man durchaus kritisch sehen, aber ich habe dann lieber zwei, drei vernünftige Gerichte und die haben sie. Bratwurst, Kältewurst, schmeckt richtig gut und das kann man mitnehmen als Kritik. Oh. Hier brennt die Hütte. Jetzt haben wir noch mal eine schöne Käsestange für 4 Euro. Und dann geht's gleich los mit dem Spiel. Die 8, das ist Eric. Unser heutiger Mannschaftskapitän hat die Rückennummer 10 und das ist Marcel. Jetzt erstmal wieder rein in die Katakomben. Jetzt geht's auf Toilette. Mal gucken, wie lange das hier so dauern wird. Toilette erledigt. Hat ein paar Mühlchen gedauert, aber ging dann doch relativ zügig. Generell, was man echt merkt, während dem Spiel auf dem Platz und auch im Drumherum, es ist echt ein friedliches Miteinander. Also auch wenn du hier Schalker bist, wirst du nicht angeflaumt oder sonst was. Das ist echt cool hier, angenehme Stimmung und ich denke mal von den Rängen ist es schon sehr, sehr laut. Da kann sicherlich von St. Pauli Seite noch ein bisschen mehr kommen, wird sicherlich aber auch noch im Laufe der zweiten Hälfte. Auch hier in der Halbzeit echt viel Platz zum Rumlaufen. Das ist schon cool gemacht hier und sehr angenehm. Rein geht's in Halbzeit 2. Weiter geht's hier. Attacke. Marcel!
Jetzt geht's hier wieder einmal komplett durch zum Ausgang. Und somit war's das vom Millerntor Stadion. Und jetzt geht's nochmal rein ins große Fazit. Kommen wir also zum Fazit meines Stadiontests beim FC St. Pauli im Millerntor Stadion. Im Nachhinein auf jeden Fall jetzt nochmal von mir die klare Meinung, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, vom Sauerland nach Hamburg zu fahren. Ein tolles Stadion, ein tolles Stadionerlebnis und jetzt gibt es natürlich auch nochmal meine Noten eben dann für dieses Fazit. Wir haben die gewohnten drei Kategorien, Parken, Essen und Atmosphäre, wobei ja die Atmosphäre wieder doppelt gewichtet wird, denn das ist natürlich das, was auch einfach am Ende ein Stadionbesuch ausmacht. Legen wir los mit dem Parken, wo natürlich auch generell die Lage des Stadions einfach eine große Rolle spielt und ich finde grundsätzlich ist das Parken gut gelöst für diese Stadtlage mitten in Hamburg. In einer Riesenstadt ist ohnehin viel Verkehr, deswegen muss man eben das auch mit einbeziehen. Es gibt aber genügend Parkmöglichkeiten rund ums Stadion plus eben auch noch weitere Parkhäuser generell in der Innenstadt. Und auch die Nahverkehrsmittel, die funktionieren auf jeden Fall top. Und deswegen komme ich hier eben unter Berücksichtigung der Lage der Anreisemöglichkeiten auf eine 7 von 10. Das Parken haben wir somit. Machen wir weiter mit dem Essen. Und da habt ihr vielleicht doch im Test selber gemerkt, war ich ja durchaus überrascht. Zum einen überrascht vom wirklich guten Geschmack, sowohl bei der Bratwurst als auch bei der Currywurst, aber auch ein bisschen negativ überrascht, wenn man so sagen möchte, von der Auswahl, von der geringen Auswahl. Vielleicht gab es in anderen Blöcken, in anderen Bereichen nochmal einen Ticken mehr an den Kiosken. Bei mir eben wirklich dann Bratwurst, Geflügelbratwurst und Currywurst. Und das ist sicherlich auf den ersten Blick ein bisschen wenig. Die Preise, die waren auf jeden Fall solide. Bei der Bratwurst habe ich kurz gedacht, oh ja, doch schon ein bisschen teuer. Und deswegen komme ich hier im Gesamtpaket auf eine 6 von 10. Geschmacklich war das auf jeden Fall alles top. Ein, zwei Gerichte mehr hätten vielleicht aber auch die ganze Geschichte nochmal besser abgerundet. Kommen wir zum wichtigsten Punkt, wie gesagt, mit doppelter Gewichtung. Und das ist natürlich am Ende die Atmosphäre. Dazu zählt natürlich auch generell der Charme eines jeden Stadions, das Aussehen, aber natürlich auch erst recht die Stimmung. Und ich finde, wir haben hier wirklich ein Stadion mit ganz viel Charme. Also als ich da zum ersten Mal reingekommen bin, als ich mich umgeschaut habe, diesen Abendhimmel von Hamburg, du weißt, du bist mitten in der Stadt, das ist schon wirklich was ganz Besonderes. Ich bin sehr froh, dass ich mal am Millerntor Stadion war. Hamburg ist eben von mir auch ein Stück weg und es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Es war eine tolle Stimmung, ich habe super nette Leute dort auch getroffen. Es war ein tolles Ambiente und deswegen auch einfach geil für jeden Fußballfan. Hier komme ich deswegen bei der Atmosphäre insgesamt auf eine 8 von 10. Somit haben wir also jetzt meine drei Noten vergeben. Parken 7, Essen 6 und dann eben noch die Atmosphäre eine 8. Insgesamt kommen wir damit auf eine Durchschnittsnote von 7,25 und damit sortiert sich St. Pauli auf Platz 2 ein mit dem Hamburger SV und Borussia Dortmund hinter dem SC Freiburg. Also durchaus spannend, wie es hier in meinen Stadiontests auch im Gesamtranking so weitergeht. Damit von mir auf jeden Fall nochmal Grüße an alle Fans vom FC St. Pauli. Ich war sehr gerne euer Gast und dann sehen wir uns hier im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball. Thinking about all the things we did tonight. What a time to be alive.